Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute endlich wieder eine neue Limited Edition für euch. Und zwar hat Essence die Coffee to Glow LE Trend Edition, Limited Edition, wie auch immer wir sie nennen wollen, rausgebracht. Und ehrlich gesagt war das eine LE, vor allem das eine Produkt, wo ich ziemlich, ziemlich gespannt war. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe, ihr habt Lust auf eine neue Video Viertelstunde, halbe Stunde mit mir, wo wir über die neue LE reden. Und ich habe alle Produkte gekauft. Ein Produkt habe ich vorab schon einmal getestet, um euch so ein kleines Feedback dazu zu geben. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt. Und hier findet ihr immer regelmäßig alle Videos zu allen Limited Editions aus der Drogerie. Ich sehe ein bisschen fertig aus, liegt daran, dass es sehr, sehr früh ist. Ich habe nämlich heute vor, den längsten Foundation Review Tag aller Zeiten zu drehen. Ich habe nämlich die KVD Good Apple Foundation hier. Ich habe sie gestern schon so ein bisschen getragen. Heute will ich sie aber den kompletten Tag tragen, damit ihr das Video dann Anfang, Mitte nächster Woche seht. Meine Haut ist furchtbar gerade, richtig, richtig unruhig und super empfindlich. Und das bringt mich zum ersten Produkt. Und zwar gibt es hier das Under Eye Energy Treatment mit Koffein. Das habe ich eben schon vorab benutzt und ihr seht hier noch so ein bisschen, meine Haut hat recht empfindlich drauf reagiert. Aber, ganz, ganz wichtig, ich vermute nicht, dass es am Produkt liegt, sondern ich habe im Moment eine Retinolkur, die ich gerade am Laufen habe, um einfach meine Haut so ein bisschen auf den Winter vorzubereiten, ein bisschen stärker, ein bisschen robuster zu kriegen. Und da ist meine Haut natürlich jetzt sehr empfindlich. Unter den Augen hat es schön gekühlt, muss ich sagen. Zieht sehr, sehr schnell ein, ist eine sehr seidige Textur. Ist hier so eine weiße Creme, ganz, ganz fein. Ist nicht parfümiert, was ich sehr, sehr gut finde. Das ist halt immer oft bei LEs, dass die einen besonderen Duft haben oder so. Die ist sehr, sehr zart und sehr, sehr cremig und zieht sehr schnell ein. Hat mir ganz gut gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut jetzt im Winter ist, wenn man morgens noch so ein bisschen müde und puffy ist. Der kühlende Effekt sorgt so ein bisschen dafür, dass die Augen ein bisschen entschwollen werden. Das Produkt erinnert mich so ein bisschen an die Flashnap-Creme von Fenty Skin, die auch sehr gut unter Make-up funktioniert. Ich bin gespannt, wie sie jetzt hier gleich, wenn wir das Make-up auftragen, funktioniert. Aber die LE besteht aus mehreren Produkten zur Vorbereitung. Wir haben nämlich hier ein Coffee Lip Scrub mit echtem Kaffee. Damit soll man einfach die Lippen so ein bisschen peelen können. Das machen wir jetzt einfach mal. Sieht einmal so aus, hat so eine braune Farbe. Riecht tatsächlich auch leicht nach Kaffee. Ich muss sagen, ich bin der größte Kaffeefreund der Welt. Wenn ich morgens aufstehe um 4.30 Uhr, 5 Uhr, der erste Weg ist zur Kaffeemaschine, um sie anzumachen, weil die dauert immer so ein bisschen, bis sie an ist. Und dann kann ich erst starten. Vorher darfst du mich nicht ansprechen. Das probieren wir jetzt aus. Ich merke sofort die Peelingkörner. Oh ja. Oh ja. Und dann, verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das schmilzt dann so. Schmeckt ein bisschen süßlich. Ein bisschen nach Labello. Und die Peelingkörner sind recht klein. Ich muss sagen, für die Lippen finde ich so mechanische Peelings in Ordnung. Damit habe ich kein Problem, weil die Lippen, da will ich schnell, dass die Haut weich ist. Auf dem Gesicht, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Denn wir haben noch ein weiteres Produkt. Vorher nehme ich mir das Ganze einmal ab. Fühlen sich wirklich sehr, sehr frisch, sehr, sehr gut an die Lippen. Tat jetzt auch nicht weh. Also das ist nicht so ein Peeling, da müsst ihr keine Angst haben, dass euch danach die Lippe komplett abfällt. Sehr, sehr schön, sehr zart. Gefällt mir. Ja, doch. Eine gute Sache, vor allen Dingen, wenn man Liquid Lipsticks trägt. Freunde, macht ein Peeling vorher. Jetzt wird's spannend. Und zwar gibt es hier das Healthy Glow Face Scrub. Da habe ich mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Ich habe nur die Verpackung gesehen, dachte, mega, ein loser Highlighter oder so ein loses Setting Puder, was man komplett übers Gesicht geben kann. Das ist tatsächlich aber ein Peeling mit echtem Kaffee und Koffein. Kommt in so einer klassischen Puderdose. Oh wow, es riecht wirklich nach Kaffee. Gib mir mal ein bisschen was hier auf meine Hand. Das ist wie ein Puder vom Gefühl und dann sind da so ein paar Peelingkörner mit drin. Ich nehme jetzt hier mal ein Wasserspray. Das kann man natürlich im Bad machen. Offensichtlich bin ich jetzt nicht im Bad. Ich nehme noch ein bisschen mehr.
kennt ihr von der Mal. Ich habe meine Foundation-Farbe gefunden. Von Dermalogica gibt es so ein Peeling, so ein Enzympeeling oder so. Schaut mal, das schäumt sogar richtig schön auf. Oh, das finde ich toll. Also ich bin eigentlich kein Freund von mechanischen Peelings. Was ich mir damit sehr gut vorstellen kann, ist vielleicht mal ein Handpeeling damit zu machen. Aber ein ganz, ganz zarter Kaffeeduft gefällt mir sehr gut gerade. Und die Haut fühlt sich extrem weich an. Bin ich ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte mir, liebes Essence-Team, könnt ihr das ohne das Peeling machen? Weil dann ist das, glaube ich, ein richtig schöner, auch von der Textur her, loser Bronzer. Sign me in. Das ohne dieses Peeling, weil das sieht richtig, richtig schön aus. Auch vom Finish auf der Haut. Ich glaube, ihr könnt es jetzt nicht erkennen, weil es hier so ein bisschen gematscht hat. Richtig, richtig gut. Oder, oh wow, Essence, hit me up. Ich habe eine komplette Kollektion für dieses Produkt. Mit so einem Wassertropfer und dann kann man das mischen. Dann hast du dann einen Cream Bronzer. Love it. Wir machen weiter. Es gibt nämlich noch ein weiteres Produkt und das ist ein Body and Mind Wake Up Spray mit Koffein. Das soll man Flasche 15 cm verteilen und großzügig aufs Gesicht und auf den Körper geben. Kommt in einer Plastikflasche. Ich mag die Sprühköpfe von Essence eigentlich immer gerne. Schöner Sprühnebel. Mmh, wow. She's wet now. Sehr, sehr schöner Geruch. Also, ihr müsst das mögen, ne? Das riecht halt wirklich wie eine Kaffeerösterei. Ich mag das total gerne. Manchmal habe ich so eine Situation, wenn ich so ein bisschen Kopfschmerzen habe, dann gehe ich in die Küche, nehme ich habe meine Kaffeebohnen abgefüllt und dann stecke ich mein komplettes Gesicht da rein und atme einmal ganz tief durch, weil ich finde, das löst alles so ein bisschen. Das Spray riecht toll. Es hat einen super schönen Sprühnebel. Und ich mache mir jetzt mal meine Base rauf, denn wir haben noch das spannendste Produkt überhaupt. Und eine Lidschattenpalette. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das Ding ist durchsichtig. Bevor es losgeht, ich merke jetzt, wo es verdunstet, kühlt das so ein bisschen auf der Haut. Ich mache mal meine Foundation drauf und bin gleich wieder da. Alright, ich habe die Base einmal halbwegs fertig gemacht, denn wir haben hier ein Highlighter Beans Schätzchen. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Meteorits von, ich glaube, Lancôme war das damals. Aber als Highlighter. Und als ich das gesehen habe, dachte ich tatsächlich, dass das nur so eine Folie ist. Aber wenn wir das aufmachen, sehen wir, dass wir wirklich diese Bohnen hier haben. Riecht auch nach Kaffee. Und sieht richtig spannend aus. Ich trage mir erstmal ein bisschen Bronzer auf. Ich benutze dazu eigentlich im Moment hier von Charlotte Tilbury immer so ein bisschen alles. Und dann gehe ich mit einem Pinsel von Letizia, das ist der FF2, hier einfach rein. Die sind sehr weich, die zerbrechen recht zügig. Und da drin ist so ein Schwämmchen. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass das ein bisschen tiefer drin sitzt, weil so muss man recht vorsichtig sein. Also ich sehe was, es ist recht gelb. Ich glaube, also ne, ja, und dann dunkel. Ich glaube, dass das was für Leute mit etwas dunklerer Haut ist. Seht ihr, also das ist ein bisschen zu dunkel für mich, glaube ich. So all over kann ich mir das im Sommer sehr, sehr gut vorstellen. Wenn ich einfach mit so einem großen Pinsel hier reingehe und dann, das ist schön. Sekunde. Das gefällt mir viel, 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 viel besser. Also es ist auch recht warm natürlich, aber so im Sommer als kleines Touch-up irgendwie so ein bisschen rüber. Seht ihr? Ne? Es gibt so ein bisschen Bewegung, erinnert mich so ein bisschen an diese Hourglass-Dinger. Also das ist nicht schlecht. Als Highlighter selber, glaube ich, ist es für mich zumindest nichts. Dafür ist es A zu dunkel und B zu wenig Highlighter. Aber so als Topping-Powder für den Bronzer vielleicht gar nicht schlecht. Ist eine süße Sache. Es sieht süß aus. Es macht Spaß, das zu benutzen. Und das ist ja oft so bei den LEs das Ziel. Dass man Spaß hat, die Sachen zu benutzen. Und der Effekt ist jetzt nicht schlecht. Ich möchte jetzt aber nochmal mit diesem Spray über meine Base gehen. Boah, dieser Geruch, ne? Das möchte ich als Raumspray haben. Es legt sich auch sehr eben auf die Haut. Und das Finish über dem Make-up ist gigantisch. Schön glowy, schön frisch. Kann man das über Make-up benutzen? Eigentlich kann man machen, was man will, aber dieser Duft ist halt einfach. So, jetzt, apropos Duft. Nimia. Das Spray, das liebe ich. Aber das ist so intensiv beduftet, dass ich es eigentlich nicht benutze. Das tut mir weh irgendwann und ich rieche das 2 Stunden später immer noch in meinem Gesicht. Das ist so ein Ding, das hat auch Duft drin, aber ein
natürlichen Duft, der nicht so, also, ne, evolutionär, jetzt kommt der Biologe in mir raus, ist das Quatsch, weil das riecht nicht nach etwas, was wir riechen. Kaffee ist ja ein natürliches Produkt und das riecht angenehm, für mich zumindest. Und der Effekt auf der Haut ist wunderschön. Und jetzt seht ihr auch, ne, jetzt ist dieses Pudrige weg, ich habe so eine schöne, frische Grundlage auf dem Gesicht und wir können mit der Lidschattenpalette weitermachen. Und die sieht einmal so aus. Auch hier, ich muss sagen, Essence ist sehr, sehr gut, was diese Papierverpackung mittlerweile angeht. Und hier sind die 8 Farben drin. Was ich ganz spannend finde, ist, wir haben 4 Matte und 4 Schimmer, wobei wir hier 2 klassische Schimmer haben. Dann diesen texturierten. Ich liebe die ja. Fühlt sich super cremig an. Und jetzt, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist durchsichtig. Da sind so kleine Bläschen mit drin. Ich gehe da mal rein. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Weil noch kommt nichts. Muss ich mir so eine Kugel rausholen? Ich weiß es nicht. Wie soll denn das funktionieren? Also ich habe jetzt mal so ein bisschen was rausgeholt. Das ist. Hä? Also, ne, jetzt seht ihr es, ich kann so ein bisschen was rausholen und dann haben wir wie so ein Lip. Ist es ein Lippenbalsam oder ist es ein Lidschatten? Eine Gloss-Textur als universeller Lidschatten-Topper. I see. Also, das ist halt so glossy Eis, aber das auf den Lippen gefällt mir besser. Oder, komm, wir sind mutig. Ich gehe mit dem Blushpinsel hier rein, weil ich bin kein Freund von. Ich nehme noch was raus. Also es ist recht unpraktisch, ne? Aber man kann dann so ein bisschen was rausholen und dann einfach mit dem Pinsel einarbeiten und dann hier so rüberstempeln. Weil ich bin kein Freund von glossy Eyelids irgendwie. Das ist, weiß ich nicht, das ist nicht alltagstauglich. Aber deswegen mache ich diese Videos, um einfach auszuprobieren. Auf den Lippen gefällt mir das fast noch besser als auf den Wangen und das passiert selten. Nicht schlecht. Ich nehme noch ein bisschen was raus. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass da mehr von diesen Bubbles drin sind. Aber, also, ne, Farbe kommt raus. Ist halt eine neue Textur, die wir so selber auch noch nie in der Drogerie gesehen haben. Meiner Meinung nach. Ich zumindest nicht. Und auf der Haut ist das fantastisch. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher geholt. Ich mache mir noch ein bisschen was in die Augenbrauen. Dann schminken wir einen Look. Die Farben sehen recht schlicht aus, muss ich sagen. Aber alleine durch diese Textur ist die Lidschattenpalette schon spannend, weil jetzt seht ihr auf den Lippen, ne? Das ist halt wie so ein Vaseline mit ein bisschen Glow drin und sieht super, super schön aus. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das? Also, das muss ich sagen, da hat Essence sich echt gemausert, ne? So in den letzten, also nicht in den letzten 2 Jahren, da sind sie eh schon krass, aber so in den letzten 5 Jahren. Was da an möglich, ihr müsst euch vorstellen, ne? Das ist halt wahrscheinlich eine Textur, die gab es vielleicht irgendwo anders schon mal, aber zu einem Preis von 200.000 € pro Einheit. Was weiß ich. Und jetzt gibt es das in der Drogerie. Und wenn das gut ankommt, und ich kann mir vorstellen, dass man damit so, so viele coole Sachen machen kann, eine Lippenpalette, eine Blushpalette, eine Glossy Blushpalette für den Frühling vielleicht, ne? Mega gut. Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel. Und gehe als erstes in diese Farbe hier. Das ist so ein, ja, so ein Transition Shade. Mal schauen, ob die rauskommt bei mir. Ja, sogar ein bisschen. Aber ich gehe gleich dunkler. Ein bisschen Kickback ist da. Das ist eine sehr, sehr zarte Herbstfarbe. Und ihr seht, ne, das ist ein Blendepinsel, mit dem ich die Farbe auftrage. Also das macht natürlich immer noch einen Unterschied. Kann man auch bestimmt so einen schönen Monochrom-Look mitmachen. Wir haben aber noch 2 Rottöne, die sind recht nah beieinander, muss ich sagen. Ich gebe mir die Farbe jetzt erstmal recht intensiv hier hin und nehme mir dann einen sauberen Pinsel, gehe in die hellere Farbe und blende einfach hier oben alles weich aus. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Das ist nicht so ein klassisches Braun, was ich schon 10-mal habe, sondern das ist so ein Orangebraun, so ein bisschen in die Backsteinrichtung. Liebe ich. Okay, ich nehme den Pinsel von eben und gehe direkt hier in das Rot. Auch die hat ein bisschen Kickback, aber that's okay. Oh, komm, wir machen einen Herbstlook. Ich nehme einen flachen Pinsel, gehe hier rein, klopf ab und presse mir die Farbe einfach hier komplett aufs Lid. Dann seht ihr auch, ne, die ist recht gut pigmentiert. Kann die einfach schön aufbauen. Die ist auch so ein bisschen cremig, muss ich sagen. Also nicht so pudrig, sondern recht
weich. Ich überlege gerade, ob ich mir vielleicht für eine Kaffeepalette eher so Schokoladentöne vorgestellt habe. Schöne Farbe. Bisschen Kickback habe ich unter den Augen, aber nicht so schlimm. Kann ich wegnehmen. Und dann seht ihr, ne, also das ist eine schöne, zarte, einfache Palette, von der Farbe her zumindest, ne? Aber die Farben an sich sind gut. Schön herbstlich, schön frisch. Ich möchte jetzt hier nochmal die zwei Shimmer swatchen. Die andere hatte ich euch schon gezeigt. Wir haben hier so einen Champagnerton und einen dunklen. Und dann mische ich nochmal die eine Farbe hier. Die ist super, super weich. Wow! Und dann haben wir hier alle drei Farben. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mit dieser gemischten einfach hier so punktuell ganz leicht nur aufs Zentrum unten. Ich finde, das öffnet das Auge immer noch so ein bisschen. Oder gehen wir ganz rüber für so einen leichten Glow. Dann mische ich noch so ein bisschen von dem Dunklen mit rein. Also die Texturen in der Palette sind toll. Ich habe mir noch ganz schnell einen Eyeliner gezogen und ein bisschen Mascara rauf. Und jetzt sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen spannender aus. Also, Lidschattenpalette von den Texturen her schön. Die Farben gut pigmentiert. Du hast natürlich nur eine begrenzte Auswahl an Farben, ne? Du hast 8 Farben bzw. 7, wenn du den anderen nicht als Topper benutzt. Hat mir das Spaß gemacht, definitiv. Würde ich dazu wieder greifen? Ja. Vor allen Dingen ist das von den Farben her eine sehr schöne Herbstpalette. Ich liebe die Texturen und finde das was ganz Besonderes. Die Highlighter Beans sind für mich kein Highlighter. Das ist für mich so ein Bronzing Topper. War ja gut. Ja. Der Lip Scrub hat Spaß gemacht. Würde ich auch wieder zugreifen. Was ich noch definitiv weiter testen muss, ist dieses Face Scrub. Da kann ich euch noch nichts zu sagen. Aber größte Empfehlung, wenn ihr Kaffeeduft mögt, ist dieses Spray hier. Schaut euch bitte das Finish auf der Haut an. Es ist glowy, es ist frisch, aber es ist nicht so speckig, sondern einfach so ein ganz, ganz zarter Touch und der Geruch ist toll. Essence, falls ihr jemals in die Raumduftrichtung gehen solltet, hier ist euer erster. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Sachen gibt es ab sofort in der Drogerie. Dauert natürlich immer, bis es bei jedem da ist. Ansonsten könnt ihr das gerne aber auch online kaufen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns bei einem neuen Video hier am Freitag wieder. Passt auf euch auf!